Hallo miteinander, hier ist wieder euer Sünneli-Parteipräsident aus der Stadt Zug. Und heute in der Folge von Greg on Tour geht es um die Abstimmungen vom 13. Februar 2022. Wir stimmen dort über vier Themen ab. Und das Wichtigste ist die Abstimmung über das neue Mediengesetz. Und über das möchte ich mit euch heute reden. Ihr erinnert euch, in der Schweiz haben wir drei demokratische Gewalten. Das Parlament, das Gesetze machen tut, der Bundesrat, der auf Basis dieser Gesetze regiert und die Justiz, die schaut, dass das Gesetz eingehalten und Recht gesprochen wird. Die drei Gewalten sind politische Gewalten. Die Personen, die sich dort engagieren, sind in der Regel grossmehrheitlich Politiker. Wie zum Beispiel ich einer bin. Politiker sind am Volk verpflichtet und vertreten gewisse Interessen, je nachdem, welche politische Ideologie sie haben. Doch wer kontrolliert, ob Politiker wirklich sich fürs Volk einsetzen? Das sind die Medien. Und die nennt man indirekt die vierte Gewalt. Journalisten müssen unabhängig und wertneutral berichten. Sie müssen recherchieren und kritisch mit den Politikern sein. Das haben natürlich viele Politiker nicht gern. So geht es mir amigs auch. Niemand wird gern kritisch in der Presse hinterfragt. Aber genau das stellt sicher, dass Politiker nicht zu übermütig werden und unsere Demokratie gut funktionieren tut. Jetzt gibt es aber Politiker, die das ziemlich stresst, wenn sie schlechte Presse haben. Darum hat der Bundesrat und das Parlament ein neues Mediengesetz verabschiedet, wo die Verleger neu über 400 Millionen jährlich direkt und indirekt bekommen sollten. Das heisst, der Staat, der massiv die Medien finanzieren, gewinnt Einfluss. Und wer hat im Staat einen grossen Einfluss? Genau, Politiker. Das heisst, Politiker kaufen sich so Einfluss in den Medien und das ist ganz, ganz schlecht in der Demokratie. Weil dann werden die Medien ganz sicher nicht mehr kritisch unabhängig berichten. Und schön nach dem Sprichwort funktionieren, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Unabhängige Medien sind ein zentraler Bestandteil von einer funktionierenden Demokratie. Darum stimme ich aus Überzeugung Nein zum neuen Mediengesetz am 13. Februar 2022. Auch wenn es für mich als Politiker bequemer wäre, gekaufte und unkritische Medien zu haben. Habt ihr Fragen, Feedback oder wollt ihr auch wissen, was ich bei den anderen Abstimmungsvorlagen stimme, dann besucht meine Social-Media-Kanäle, schaut auf meine Webseite oder meldet euch doch einfach mit einer direkten Nachricht bei mir.